Und da sind wir auch schon wieder zurück und ich muss mir gerade mal den Mund abwischen, denn ich habe gerade ein Schnittchen gegessen und hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte noch was am Mund. Ja, wie ihr seht, es ist schon wieder kackendunkel. Es ist noch nicht mal spät. Aber, ja, was soll ich sagen? Schiete ist. Herbst ist halt Herbst. Da ist es einfach schweinemäßig dunkel. Draußen. Und wir schauen mal, was hier los ist. Hier gibt es auf jeden Fall ein Lämpchen. Lesen wir mal durch. Was steht hier? Oh, erhebt euch, sagte der Kanzler, als seine Majestät König Angler den Raum betrat. Ja, dann sind wir hier gefangen. Ne? Nicht wirklich, oder? Kommen wir jederzeit wieder raus. Ach so. Müsste natürlich auch mal rüberspringen. Ich Idiot. Und dann komme ich hier oben an den Orb ran. Aber. Ich komme immer noch nicht durch die Tür. Und mir fehlt dementsprechend auch immer noch ein Schlüssel. Und zwar der Generalschlüssel. Und meine große Frage ist jetzt, wo ist der? Und wie können wir da rankommen? Oh. Hier waren wir jetzt eigentlich schon. Das ist eigentlich Quatsch, da nochmal hinzugehen. Ich meine, das hat was da mit dem Gitter zu tun. Hier müssen wir rein. Das wackelt auch schon so schön. Wackelt schon schön. Aber, jetzt schaue ich mal. Vielleicht ist es einfach nur gefroren. Kann ich mir nicht vorstellen, aber... Nee. Vielleicht kann ich was drauf fallen lassen. Nee, auch nicht. Ich dachte eigentlich, man kann es aufsprengen, aber scheinbar nicht. Oh, haben wir jetzt das Game geschrottet? Nee, gut. Wollte schon sagen. Ich stell's nochmal darauf. Das bringt nichts. So krieg's auch nicht kaputt. Kann ich wackeln, wie ich will. Irgendwas fehlt noch. Frage ist nur, was? Wie? Wo? Was müssen wir tun? Kollege. Ja, danke fürs Auftauen. Was soll ich machen? Alle lieben Honig. Schon klar, Kollege. Schrumpfohr. Alle lieben Honig. Muss doch irgendwas geben. Wir müssen doch irgendwie... Muss doch hier eine... Möglichkeit geben, da reinzukommen. Das ist irgendwo ein geheimes Versteck. Nö. Hier nochmal ran. Nö. Bücher ohne Ende, aber bringen tun sie uns nichts. Leute, wie seht ihr das? Ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, was ich hier sonst noch machen soll. Geht auch nur mir das so, aber hier ist ja sonst auch nichts. Muss ich vielleicht wieder raus? Ich guck mal schnell. Gibt's hier irgendwie was? Schmelze 15 Objekte. Na, warte nu. Schmelze 15 Objekte. 15 mal mit dem Feuer. Ah, lalala. Okay, ja, klar. Ich glaube, da wird ja nichts mehr drunter sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas drunter ist. Generalschlüssel, das ist klar. Habe ich soweit schon verstanden. Aber es ist ja auch nirgendwo mehr was. Sonst hätte ich gesagt, naja gut, klar. Dann bin ich fast sicher, dass wir hier runter müssen. Aber wie geht das auf? Du sagst mir nichts, obwohl du das weißt. Ich bin mir ganz sicher, dass du das weißt. Machen. Die vielleicht verbrennen. Auch nicht. Leute, jetzt ist aber guter Rat ganz teuer. Nee, im Ernst jetzt. Was müssen wir machen? Habt ihr eine Ahnung? Ich nicht. Muss ich nochmal irgendwo raus? Nochmal irgendwo anders hin? Komm mal rauf, schnell.
Hat ein Timing. Super. Danke, Spiel. Danke für nischt. Tja. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal gucken, aber so richtig einen Plan habe ich ehrlich gesagt nicht. Komm, komm, komm. Schnell! So. Also. Haben wir hier irgendwas verplant, irgendwas vergessen? Kommen wir hier irgendwo rüber. Dass wir jetzt den... den Schlüssel uns jetzt irgendwie holen können von hier, aber auch nicht. Leute, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Dieser Tempel ist der Scheiße. Großen Scheiße. Ah, hier ist er vielleicht drin. Da. Ja, war er vielleicht doch ja nicht so doof. Oh, Junge. Jetzt reicht's. Jetzt wirst du zersicht. Ja, das hast du davon, weil du hier pyromanisch immer durch die Gänge schleichst und andere Leute kaputt machen musst. Das ist nicht in Ordnung. Ich hoffe, du weißt das. Was ist denn das für eine Aktion? Springen soll er. Was macht er? Hip und hip und... Oh, ich bin gestürzt. Also diese Springstiefel gehen mir jetzt schon auf den Sack. Haben die eine Abklingzeit? Steht das irgendwo? Was muss ich machen? So. Scheinbar kosten die Ausdauer. Das ist mir schon bewusst, aber... diese Funktionen brauchen einfach nur stehen bleiben. Ich dachte, ich muss auch in die Richtung drücken, in die ich hier springen will. Komm, hör auf jetzt. Ist gut. Oh, war aber knapp. So, bitte. Generalschlüssel. Na, aber hallo. Du hast den Generalschlüssel gefunden. Jetzt aber hurtig. Wollen wir hier nochmal schnell nebenbei den Erfolg holen? Ein paar Sachen schmelzen. Kann ja nie schaden. Klimpel. Das müsste relativ fix gehen. 15 Objekte. Das kriegen wir hin. So, komm. Aus, aus. Ja, doch, das ist jetzt hier das kleinere Übel. Lieber weg, kurze Peak, als dass ich hier wieder erfriere. Ja, Mana für alle. Dankeschön, Dankeschön. Ja, hallo. Tür auf. Da, 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 da. Und jetzt holen wir uns Prinzessin Nacktmulch. König Anglers Mausoleum. Oh, das ist aber groß. Oh, hallo. Der dann Triforce? Stehen sie da bitte. Und schwupp. Da wirst du aufgetaut, Isolde. Oh je, wie geschieht mir? Oh. Oh oh. Das findet er ja nicht gut, dass wir jetzt hier Prinzessin Nacktmulch aufgetaut. Betaut haben. Kriegt's aber erstmal eine Bitch-Slap. Bam! Ja, wo du kommst. Totenkönig-Angler. Zack. Oh. Scheinbar kann man ihn so nicht treffen. Nicht gut. Was machen wir? Was müssen wir machen? Oh. Er lässt's regnen. Ich glaube, ich brauche den anderen Zauber. Hier mal drauf, mal schauen. Hat nichts gebracht. Nehmen wir den anderen Zauber nochmal. Oh, oh, oh. Dann werden wir mal nicht ulkig. Ein schön wilder. Das ist ein ganz schön wilder. Ich bräuchte aber mal hier ein bisschen Mana, Freunde. Sonst wird es aber nichts. Oh, König Rindenmulch hier. Hier ist ja auch nirgendwo Mana. Was ist das für ein Scheiß? Ja, Hier. Was ist denn jetzt passiert? Okay.
Okay. Warte mal, wie wir gemacht haben. Ich weiß ja nicht, warum der jetzt hier downgegangen ist. So, ich befreie mal diesen Knopf hier. Ah, der König von Sansibar. Jetzt sind... Ja, danke für nichts. Also, erst unten schmelzen, dann oben hochfahren und ihn vereisen. Macht Sinn. Kriegen wir hin. Jetzt weiß ich doch Bescheid mit seinem Treiforce, der macht hier. Ein Vogel, sag ich euch. Ja, ist doch schön. Müssen wir uns das jetzt jedes Mal angucken? So, was nehme ich? Nehme ich Bomben mit? Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. So, die schmelzen wir ein. Ja. Ja. Oh, jetzt muss ich mir das jedes Mal angucken. Ihren knackigen Fischarsch da. Oh, sieh mich an. Auf dich, Opa Nackedei. Ist ja ein Mann nach meinem Geschmack hier. Haut irgendwelche unschuldigen Frauen. Kein Newt heißen. Der wird verprügelt. Keine Frage. Ja, ist der tote König Angler. Mein Gott, ey, Spiel. Man kann sowas aber auch unnötig in der Länge ziehen. So. Gehen wir mal hier rauf. Schnell, schnell, schnell. Klack. Schnell, schnell. Fahr hoch. Soll der Käse. Auf ihn mit Gebrüll. Da müssen wir wohl noch ein paar Mal. Hab ich das Gefühl? Schnell, bevor Rindenmulch kommt. Oh, jetzt hat er das Tier eingeeist, wa? Leg mich doch am Arsch. Scheiße, ist das. Och, Opa! Mach nicht diesen. Es dauert auch viel zu lange, bis die Dinger hochfahren hier. Schnell! So. Geht doch ein Schuh draus. Machen wir den nochmal schön auf dem Dez und dann ist halt schön. Na, aber. Traum. Was war das? Wie geil! Nein, wie geil. Mega gut. Kann das nochmal passieren, bitte? Ich würde mich freuen. Zack. Opa, komm mal her hier. Hier gibt's heißen Tee für dich und deine hässliche Kackbratze. Da hast du aber nicht mit mir gerechnet und dem Bug, der in deiner eigenen Höhle stattfindet. Ha! Loser. Na, da dampfst du, wa? Ich werd ja nicht mehr. Leute, hier ist was los. Princess Finn, you are safe. Do not worry for the dead, or they will drag you down to their graves with them. This was not King Angler. His Royal Highness is the King of the Deep Gorge now. This young champion saved me? You shall be rewarded. Aber wirklich mal. You can have anything that is in my power to give. Let's do it. What? You need Emblem of Ocean to slay Oceanhorn. Oceanhorn is a demon that has obsessed our kingdom for the past 1,000 years. It is a horrible monster born from the same darkness that cursed. Ja, wir wissen, was das ist. Bist du mir das oder nicht? I shall give the Emblem of Ocean to your care, young one. Besser ist das. If you broke the nightmare that bound me for 1,000 years. Ja. Okay, und zieh dir mal bitte was an. Das ist mir irgendwie unangenehm, dass du hier nackt vor mir stehst, Prinzessin. Das ist ein FKK-Volk. Leute, ich bin's, Prinzessin Lilifee. Reibt sich da ihre Scheide. So, damit haben wir Nummer 2. Das gefälschte Triforce aus der China-Produktion in Banbao. Ich bin Drito, Gott des Wassers und des Ozeans, Quell von Mut und Schutz.
Trail und vergiftete die tiefen Gewässer der Welt, die Quelle guter Geister. Aber nun hast du mich befreit. Ich werde es dir gleich tun und der Welt Frieden bringen. Ja, okay, alles klar. Wo auch immer Wasser fließt. Da fließt auch du, wa? Sobald Oceanhorn fort ist, können wir damit beginnen, gemeinsam mit den Arkadiern eine bessere Welt zu errichten. Hör zu, meine Leute sagen mir, dass gewöhnliche Waffen Oceanhorn nichts anhaben können. Du brauchst den Korallensäbel, der einst für Thorn, den Mutigen, geschmiedet wurde und mit dem er Sea-Lorg besiegte. Er hat die Stärke von 1000 Stürmen und kann alles zerteilen. Niemand weiß, wo er ist. Die Kim-Menschen suchten nach dem Sieg über Sea-Lorg danach, kamen aber mit leeren Händen zurück. Wir glauben, er ist irgendwo an Land. Du solltest dich Oceanhorn nicht ohne den Korallensäbel stellen. Alles klar. Jetzt zieht euch bitte was an. Ich bin's wieder, Hermit. Nach dem Katastrophe musste ich einen Schüler verbessern, was die Welt bereist und die im Leben verflucht haben, um die Macht zu dämpfen, damit die Welt sich nicht selbst von den Gegenden Trino sein kann. Komm zu mir auf die Insel, wir müssen den letzten im Leben schaffen. Opa Air sitzt da an seinem CB-Funkgerät. Hallo? Junge, komm zu uns. Schere, Kikrael, wo bist du denn, Opa? Hier. Hermit, ich komme. Ich komme, Hermit. Ein Nerv, ja, Opa. Wer weiß, wo er mich diesmal hinschickt. Ob ich wieder irgendwo rinjumpen muss oder. Weil es sich diesmal einfach nur nackt auszieht. Ich bin's, dein Opa. Ich hab vergessen, wie man sich anzieht. Könntest du mir helfen? Nee. Es ist unglaublich. Ist ja immer so, für Leute, die irgendwie noch kein Zelda gespielt haben, sollte ein Einstiegsspiel sein und ich denke mir immer so, also wenn die Zelda-Spiele mindestens genauso lustig sind wie das Ding hier, dann sollte ich das vielleicht echt mal angehen. Wie gesagt, sagt mir Bescheid, ob ich mal ein Zelda-Spiel spielen soll und wenn ja, welches. Und dann machen wir uns mal auf die Reise. Ah, Hermit, er sitzt da oben auf der Klippe, meditiert, lässt schön genüsslich in der Natur ihn fahren. Oh, Hermit für immer. Ja, toll, hast du das gemacht. Hast du ja nicht mal einen Weg geklärt für mich, du Poloch. Steht da oben. Oh, ich weiß alles besser. Du hast zwei heilige Embleme gefunden, aber damit bewiesen, dass du ein wahrer Ritter von Arkadien bist. Auf deinen Reisen hast du vielleicht am Himmel schwebende Inseln gesehen. Das letzte heilige Artefakt des Emblems der Sonne befindet sich auf dieser Insel. Dieses Emblem ist das Symbol der Arkadier, denn im Himmelsinsel war früher das Herz der arkadischen Hauptstadt. Aber als die Katastrophe eintrat, hob Trilos die dunkle Macht der Schöpfung eine riesige Landmasse mitsamt Menschen und Gebäuden hoch in die Luft. Wir müssen dich dort hinauf auf die Himmelsinsel schaffen. Oh, dank dem Geheimpaket, das du im Rahmen des großen Chronisten gefunden hast, wissen wir nun, wie wir dich auf die Himmelsinsel bringen. Dazu brauchte ich aber deine Hilfe. Zuerst hol mir bitte einen Schemel. Ist jetzt dein Ernst, Opa? Du musst dich jetzt hinsetzen, damit du mir in Ruhe was erzählen kannst? Er wird doch bestimmt gekidnappt. Wollen wir wetten? Komm jetzt zurück und er ist weg. Oder brauchst du wirklich einen Schemel? Opa, da hast du übrigens was. Den Käfer. Da, Opa, setz dich schon mal. Hol mir einen Schemel! Ja. Hol mir einen Schemel! Hier ist doch der Schemel! Hol mir einen Schemel! Hol mir einen Schemel! Alter. Einen kleinen Stuhl ohne Rücken und Armlehnen. Los, such einen. Mann, hier ist doch einer, du Arschloch. Du blöde Sau. Jetzt muss ich diesen blöden Schemel aufheben. Bring mir ein Reisebett. Was? Ein Reisebett? Opa, deine Anforderungen werden auch immer seltsamer. Spring in den Brunnen, bring mir einen Schemel, hol ein Reisebett, leg dich rein, zieh dich schon mal aus. Nee, Freunde, so nicht. Ein Reisebett. Das ist doch bestimmt in deiner Bude hier, dein Reisebett. Oder?
Nee, er hat nicht mal ein Reisebett. Das sind mir ja die Richtigen hier. Hol mir mal ein Reisebett. Wo soll ich denn jetzt auf die Schnelle ein Reisebett herkriegen? Mal gucken, ob ich den zaubern kann. Nee, das war was anderes. Was baut er denn hier? Hallo? Ich hatte doch mal irgendwo ein Reisebett. Letztens hat ein Reisebett gezaubert, da lag es im Weg. Jetzt kann ich keins mehr zaubern, oder wie? Mann. Ein Reisebett. Er baut sich da irgendwo ein Vor. Dann macht er nachher das Licht aus und wir müssen uns dazu ihm ins Fort legen, ne? Nee, Opa. So läuft das aber nicht. Aber nicht gewettet. Hier ist ein Reisebett. Das werfe ich jetzt einfach mal, Jens, wenn es hier wieft. Geht nämlich schneller, als wenn ich damit laufe. Habe ich zumindest das Gefühl. Außerdem mache ich dir das so richtig schön dreckig. Weißt doch, dass du auf sowas stehst, Opa. Oh, nicht ins Wasser werfen. Das wäre jetzt schlecht. Das geht mal lieber auf Nummer sicher und tragt das mal. Guck mal, ein Reisebett. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Ich geh auf Nummer sicher. Bla bla bla. Fox, du bist manchmal das größte Deppensammelsorium unterm Let's Play-Himmel, echt. Ist da jetzt noch ein Bett? Nee, natürlich nicht, wa? Scheiße. Das ist doch großer Mist, ist das doch. Jetzt ein Bett her. Noch eins. Keiner weiß es so recht. Großer Mist ist am Sein. Huch. Hm. Tja. Das ist jetzt guter Rat teuer, wa? Ich weiß ja nicht, ob hier noch irgendwo ein Bett rumlag. Gucken wir mal. Feldbett. Liegt hier noch ein Feldbett rum? Nee. Warum auch? Wenn ich mal was brauche, ist natürlich nichts da. Beziehungsweise ich mach's einfach kaputt. Aber wenn ich in die Hütte gehe und ich komme wieder raus, müsste eigentlich oben auch wieder ein Feldbett da sein. Wollen wir wetten? Testen wir diese Theorie auf Herz und Nieren. Gucken wir. Ja, ich seht. Feldbett. Komm ich nur ja nicht drüber weg, dass der jetzt ein Feldbett haben will. Das ist unglaublich. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so eine Welt, die nicht nach meinen Regeln spielt. Mir in einer wirklichen Welt sagen würde, spring hier mal einen Brunnen, hol mir mal einen Schemel, hol mir mal ein Feldbett, würde ich dem sagen. Pass auf, wenn du auf so einer Scheiße stehst, geh doch zum Bund. Geh weg. Ich warne dich. Ich hab hier ein Feldbett. Opa! Dein Feldbett ist da. Bring mir... Wofür wirst du schon sehen? Ich sag dir, der macht jetzt gleich hier eine lustige, romantische Seance mit uns. Kopf eine Laterne geht auch. Diese hier mit. Nicht. Weil man ja nicht Türen aufmachen kann, während man was in der Hand hat. So, ich hoffe, das zählt auch. Alter. Ah! Diese Scheiße hier! Mann, ey, da wirst du ja bescheuert. Sammelst hier irgendwas auf? Kannst keine Türen aufmachen, rennst immer überall gegen. Wie spät ist denn das hier überhaupt? Schon wieder vorbei, die Folge. Mann, Opa, komm aus dem Pott, die Leute wollen was sehen. Wollen hier nicht zugucken, wie ich hier irgendwelche Lampen durch die Gegend trage. Na hier, da, Decke ist schon drüber. Das ist keine Fackel. Opa, ich hasse dich. Macht ja auch kein Licht, wa? Außerdem hast du da schon eine Lampe drinne. Oder stehst du auf so Wachsspiele, dass wir jetzt offenes Feuer brauchen? Ja, wie ist das? Hier eine Fackel herkriegen.
ist doch nirgendwo eine Fackel. Meine ich zumindest, oder? Oder war hier irgendwo eine? Warum kann man eigentlich nicht, nicht beeinflussen, was man hier bekommt? Würde mich ja mal interessieren. Naja, also, eine Fackel. Wo kriegen wir eine Fackel her? Oh, Entschuldigung. Fackel, 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 Fackel. Ist das eine Höhle? Da geht ja nicht anders. Muss ja in der Höhle sein. Aha, eine Fackel. So, Leute, und sonst so, was kann ich euch jetzt noch erzählen, während wir hier im Tempo von zwei amputierten Ameisen durch die Gegend rennen? Ihr könnt euch ja verraten, was jetzt demnächst noch so ansteht. Ich habe ein lustiges kleines Steam-Spiel gefunden, was ich demnächst auf jeden Fall mal angucken werde. Das sieht sehr amüsant aus. Alter, hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Geh weg. Ja, das ist so eine Art Horror-Survival-Game. Und... bitte nicht, geh weg! Bitte ist meine Laterne noch da. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. Verfickte Scheiße! Ich flipp gleich aus hier! Was ist denn das für eine Mormoneninsel hier? Mann! Leck mich doch am Arsch! Ihr seid alle scheiße! Blöde Scheiße seid ihr! Mann ey, was soll ich denn machen? Ich muss die ja irgendwo abstellen. Kann ja nicht kämpfen, während ihr da hinter mir herrennt. Ah. Jetzt ist die auch noch weg. Ist hier noch irgendwo eine Fackel? Nö, natürlich nicht. Kann ich hier wenigstens eine Fackel erschaffen? Nö, natürlich nicht. Hm, warum auch? Wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt muss ich von Jans hier hinten aus der letzten Höhle eine Fackel für Opa Schwul holen. Ich werd bescheuert hier. Leute, das war's gewesen. In der nächsten Folge dürft ihr euch freuen. Auf ein Abenteuer so toll. Da träumt er noch von. Jetzt kommt der hier hoch. Leute. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Und dann geht's gleich weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Foxy. Ein Scheiß, ey.